Also wir haben uns für das Genossenschaftsmodell entschieden, weil wir damit eben politisch und wirtschaftlich unabhängig sind. Greenpeace Energy ist eine Ökostromgenossenschaft aus Hamburg, die deutschlandweit Kunden mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt. Es macht total viel Spaß, hier zu arbeiten, und ich komme ursprünglich auch aus der Anti-Atomkraft-Szene. Also für mich rundet sich so ein bisschen das Bild hier auch ab. Transparenz ist Greenpeace Energy schon von Anfang an wichtig gewesen. Da sind wir Vorreiter. Wir haben unseren Kunden immer ganz deutlich aufgezeigt, woraus unser Strommix besteht. Nicht aus Atom oder Kohle, sondern das ist 100% erneuerbar aus Wind- und Wasserkraft. Die Friese ist ein Hamburger Künstlerhaus im Stadtteil Hamburg-Altona, die sich auch als Genossenschaft zusammengetan haben und die eben ihren Strom selber produzieren wollen. Wir haben einmal das Know-how dazu gegeben, wir haben ganz praktisch eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut, und wenn der Strom dann doch mal nicht reicht, weil das Wetter zu schlecht ist, dann liefern wir die Restmenge dazu. Kundennähe ist uns total wichtig, also wir sind kein anonymes Callcenter. Wir bekommen interne Schulungen, sodass wir alle total gut weitergebildet sind in jedem Bereich. Wenn man halt an die Pioniere von Rochdale denkt, deren oberstes Gebot war ja eben, die Warenreinheit zu haben. Das kann man bei Greenpeace Energy damit vergleichen, dass wir eben diesen sauberen Strom haben wollen. Es sind ganz viele Mitglieder der ersten Stunde, und die sind gar nicht interessiert an einer großen Gewinnausschüttung. Die Einlagen unserer über 25.000 Mitglieder sind unser Eigenkapital. Wir haben total tolle, engagierte Mitglieder, die von uns erwarten, dass wir nachhaltig sind, dass wir innovativ sind und dass wir politisch sind. Das heißt, wir stecken eine ganze Menge in die Umsetzung der Energiewende.